bei der Crusader L1 Station war, weil ich irgendwie nicht nach. Genau, ich konnte bei New Babbage konnte. Nee, nicht New Babbage, Gott. Wie heißt die Station, wo du bist, Tobi? Ich habe gerade einen Brain Die Lag. Alten da, keine Ahnung, scheiß auch Ich konnte da ja nicht landen. Und deswegen bin ich weitergeflogen und Tobi ist da geblieben. Ja. Hier gibt's eine Burrito Bar. Nice. Kann ich mir einen Burrito gönnen? Der schiebt mich an, ich guck Gamer ihn an, das ist. Brains. Ah, nehme ich einen Chicken Burrito. Es ist virtuell, also ist es vegan. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Automatisch. Ich hoffe, dir geht's gut. Was sagst du, Tobi? Aber automatisch, weil es digital ist. Ja, eben. Das ist doch schön. Nehme ich noch einen Chips mit. Ab ins Inventar. Helm wieder auf. Ich weiß. Ich wollte trotzdem noch mal fragen. Vielleicht geht es dir ja ein bisschen besser. Oder schlechter. Ich habe heute viel zu lange geschlafen, deswegen kommt der Stream mir ein bisschen zu früh. Aber ich bin da, ich habe aber meinen Kaffee noch hier. Ich bin explodiert. Ich weiß nicht mal warum. Okay. Also ich habe nichts gesehen, worauf ich gestoßen bin. Ich war eigentlich weit genug links. Es gibt manchmal einen Bug bei Hangars. Soll ich dich irgendwo abholen? Ist ja kein Hangar, war ja offen. Ach so, du warst im Weltall schon. Ja, genau. Dann gibt es einen Bug mit unsichtbaren Asteroiden noch. Ich bin Der hat gerade mich auch beim schon mal Abheben von gewischt. der Station bin ich gerade explodiert. Okay, das ist strange. Also wirklich, wirklich nichts. Also nicht, dann, Ja. vielleicht leicht gegengekrammt wäre ich, aber ich bin ja nicht volle Kanne gewesen. Ich bin ja gerade erst abgehoben. Also, dass er da instant explodiert, ist ein bisschen unwahrscheinlich. Wenn ich wirklich nur leicht gegen was gerammt bin, bin ich eigentlich Ja, immer das noch. wird noch geändert. Das ist auf der Roadmap. Das kommt mit der physischen Panzerung, dass die Schiffe sich realistischer verhalten. Aktuell fühlen die sich an wie aus Pappe, leider. Bei Crashes. Und das klingt nicht gut, Alex. Gute Besserung dir. Jemand besser geht. Nations of Crusader. Ah. Hangar 3. Alles klar, viel Spaß im Lurk. Holen wir Tobi mal ab. Können die Luke immer hinter sich schließen. Man möchte keine blinden Passagiere hier. Habe schon so ein kleines Schiff und explodiere ich trotzdem. Habe schon so ein kleines Schiff und explodiere trotzdem wegen irgendwas. Wo bist du jetzt? Wo bist du gespawnt? Ich sehe nämlich gerade auf der Map nicht. Bin in Crusader. Ah, okay. Warte. Bist du auf dem Planeten, oder? Ja, glaub schon. Okay. Orison.
Ja. War es K? Ja, es war K. Providence. Warten wir mal auf die Tore. Quantum Drive ist aktiv. Crusader. Und Schub. Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Please clear the hatch. Shuttle will be departing. Nur 1,5 Millionen Kilometer. Das geht ja schnell. Ich wünsche, das könnte ich in echt auch mal sagen. So, jetzt muss ich nur noch nach Orison. Erstmal den Cooldown abwarten. Schickes kleines Schiffchen. So. Ist soweit. Ich kann springen. For passengers, the shuttle is preparing to depart. Providing connections to all major platforms, Crusader Industries' next shuttle is approaching the station. Bist du schon mal beim Spaceport? Ich meine schon, wenn ich mich nicht verirre. Okay. Dann spiele ich jetzt mal, ich suche den Spaceport. Ja, ich bin beim August dann low. Okay, das müsste der sein. Nur noch rausfinden, wo der August. Spaceport bei Orison ist. Es ist Tag, der Gasriese strahlt sehr hell, heißt, ich sehe so gut wie nichts. Tut mir auch leid für all die ZuschauerInnen, dass sie hier quasi nur einen hell leuchtenden Gasball seht. Hi, welcome to the store. Das ist das Orison, genau. Ich wünschte, die hätten hier irgendwo ein großes Schild. Dies ist der Spaceport. Das wäre sehr praktisch. Ein bisschen mehr Schub. Zweifel muss ich hier überfliegen, weil ich sehe auch Tobi aktuell noch nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Dich auf jeden Fall. Ich sehe auf jeden Fall dich. Das ist schon mal gut. Ich wünsche nur, es würde auf Gegenseitigkeit beruhen. Die mal in die Richtung, das konnte doch. Fein da üben.
Die Aussicht ist aber schon hübsch. Ah, ich habe ATC to land. Okay, sehr gut. Find Landing Bay, wo bist du? Oh Gott. Bitte sag mir, das ist eine davon. Die ploppt gleich auf. Ja. Oh, ich hab den Spaceport gefunden. Sehr gut. Und einmal Landegear ausfahren. Aus. Okay, Tobi, ich bin da. Ich schau mal kurz in welchem Hangar. Ja. Hier einmal aussteigen. Tür die bitte auf, danke. Exit. Tobi, ich bin Hangar 2. Hi. Guten Tag. Es kann sein, dass du dir eine bessere Rüstung kaufen musst, weil in dem Rock bekommst du die Umwelteinflüsse ab. Der hat kein geschlossenes Cockpit. Aber das müsste auf der Station gehen. Machen hier. Nee, Mann, du sitzt schon, oder? Sonst hättest du schon dreimal umgehauen. Schon. Sehr gut. Okay, spätestens jetzt hättest du dich umgehauen mit dem Boost nach oben. Okay. Und wir müssen wieder nach L1. Ambitious Stream Station. Und noch easy hin. Ist noch
ein bisschen weiter aus der Atmosphäre raus. Also der Anblick bei Tag ist schon cool beim Rausfliegen, oder? Ja. Die ganzen Stationen. Das hat einfach was. Wir sind am Kalibrieren. Und ab geht's. Wie viel Credits hast du aktuell? 57.000. Hey. Ich überlege gerade, möchtest du den Rock mieten oder soll ich den Rock mieten? Also du wirst das Geld, was du für die Miete ausgibst, sehr schnell wieder drin haben. Und wir mieten ihn nur einen Tag erstmal. Heißt, der sollte nicht viel kosten. Mhm, ja. Was du dir halt noch holen musst, ist eine Rüstung, weil ich würde... Also wir könnten auf Daymar zum Beispiel minen oder eigentlich auf jedem anderen Mond auch. Es sollte nur einen Mining Outpost geben, wo wir verkaufen können. Daymar wäre halt so Wüstenplanet. Mhm. Zwei Sekunden Cooldown. Ach, Mann, ey. Neu kalibrieren, neu hochfahren. Manchmal nimmt es das einfach nicht richtig. Sollten nicht ganz mit Vollkaracho auf die Station zu fliegen, glaube ich. Ja, doch, ist immer gut. Ja. Am besten auch noch direkt auf die Station zielen. Aber wenn du explodierst, dann willst du ja auch noch andere Leute noch mitnehmen, ne? Das ist ja. Ja. Oder so ähnlich. Mal in der Combat Prohibited Zone. Please proceed to. Da eben ist unsere Landeplattform. Den Rock können wir dann auf einem Mining Outpost auf dem Planeten abholen. Da kannst du den spawnen. Ah ja, okay. So, Landing Gear ist unten. Mal nach vorne, runter. So. Jetzt erstmal voll tanken. Ich wollte gerade fragen, warum wir langsam laufen, Tobi. Weil wir cool sind. Ja, ich verstehe. Müsst du aber jetzt langsam runterlaufen, nachdem die Rampe so aufgeht. In den ganzen Filmen. Für einen epischen Entry-Moment. Ok.
Gestern hatten wir einen Epic Exit Moment beim Abenteuer. Ja. Das habe ich so kommentiert, finde ich. Sehr gut. So, wir storen das erstmal kurz. Damit es nachher auch noch da ist. Ein kleiner Schritt für einen Topsen, ein großer Schritt für einen Taskul oder so, keine Ahnung. Siehst du, da ist die Burrito Bar, von der ich mich brauchen habe, wenn du einen willst. Ah. Komm ja, was zu trinken erstmal. Mit dem Helm. Wir müssen jetzt zur Refinery. Da müssen irgendwo Aufzüge sein. Da kannst du dir auch für sehr viel Geld eine Rüstung kaufen, kann ich nicht empfehlen. Wobei das ist halt, das sind zwei Stücke und du hast halt eigentlich gegen alle Umwelteinflüsse so die besten Chancen. Siehst halt aus wie ein Mischlauermännchen. Benachteile nice. Damit kommt. Folge mir doch einmal nach zum passenden Terminal. Hier unten. Und hier hinten ist das Rand Terminal. Was rentet? Dann kannst du den Greycat Roll, genau, einen Tag. Greycat Rock, einen Tag. 4311er USC. Du kannst dir hier theoretisch auch eine Prospector holen. Das ist ein bisschen cooler, aber das ist halt ein Ein-Mann-Mining-Vessel. Wäre jetzt ein bisschen doof. Hast du dir geholt? Ja. Okay, und generell hier bei dem Shop-Terminal, da gibt es auch Rüstungen. Nee, das ist der Refinery-Shop, vergiss es. Oder? Ist es der richtige? Tatsächlich, das ist der richtige. Da brauchst du dann eine Armor. Und dieser Pembroke Helm und die Pembroke Undersuit, das ist der für die krassen Temperaturwerte. Aber ist auch teuer. Der Undersuit kostet 10.000. Alter. Dafür brauchst du halt keine Rüstung mehr und kannst damit halt alles minen. Weil ja, minus 75 Grad und bis zu 225 Grad. Ansonsten müssten wir schauen, ob es hier einen Armor-Shop gibt. Weil ich weiß nicht, welche Temperaturen das auf Daymar so hat. Beziehungsweise gehen wir nach Daymar. Daymar ist immer relativ viel los. Ah, wird schon passen. Musst du dir überlegen, ob du dir eine normale Rüstung kaufst oder ob du dir das mitnimmst. Dieser Undersuit und der Helm sind halt nur gut wirklich für Mining. Also das hat halt kaum, ich glaube, es hat nicht die besten Combat-Werte. Aber du siehst lustig aus, wenn du es trägst.
Schau mal, ob die hier in der Galerie einen Rüstungsshop haben. Ich habe jetzt mal so Billo-Zeug jetzt erst an. Ich habe jetzt Billo-Zeug an. Okay. Ja, können wir schauen, ob das reicht. Irgendwas haben. P8SC, okay. Waffen gibt's hier auf jeden Fall, ja. I think you're going to be happy with that. Man weiß nie, ob man es nicht braucht. Und beim Thema irgendwas brauchen. Smart buy. Niemals die Medikamente vergessen. Die Medpens. So. Drei Medpens, wenn was schief gehen sollte. Und von mir aus können wir gleich los. Jo. Hangars und Tabs. Und dann springen wir mal wieder ins Schiff. Hangar 2. Schau nicht mal, okay, du hast deinen Helm auf jeden Fall auf, das ist gut. Glaube ich auch, ja, habe ich, gut. Das wäre auf Daymar sonst lustig. Erstmal aussteigen und ersticken. Erstmal wegkrascheln. Du wirst auch nachher das Vergnügen haben, hier den Rock reinzufahren. Na toll. Und wieder schließen. Ich wollte gerade fragen, ob du fliegen willst oder ich fliegen soll. So, dann machen wir mal das ganze Flight ready. Ich sagte Flight ready. Bei dem Kobi-Unsitz funktioniert das Erdrücken eigentlich nie. Du musst es immer manuell mit Power-On machen. Das ist richtig nervig. Ja. Ich muss auch manchmal zweimal Erdrücken, damit das geht. Die Tore schon weit genug offen? Ich denke ja. Gut aus. So, F2. Crusader. Daymar. Urban Mining Facility. Erstmal ein bisschen weg von der Station.
dass ich ein freies Flugfenster habe. Fliegen wir wieder nach Crusader. Jawohl. Ich liebe den Sound einfach, wenn du im Quantum Drive bist. Zum Glück dauert das auch nicht lang. Ja, so Mining ist eigentlich relativ entspannt. Du musst dann halt die passenden Felsen suchen und dann... Weiß nicht, ich hab dir ja Mining mal gezeigt, oder? Ganz am Anfang, ja. Ja, du musst dann schauen, dass du mit dem Strahl den Stein knackst. Ohne ihn zum Explodieren zu bringen. Aber mit Pech explodierst du mit. Geil. Naja, macht auch Sinn, wenn du vor dir einen Gesteinsbrocken, der groß ist, in die Luft jagst. Also. Und wenn ich explodiere, explodiert ihr mit. Vermutlich nicht, weil das Schiff hält halbwegs was aus. Ich hab Schilde. Waren Zitate, aber das ist mir genau. Also, außer explodieren sie nicht. Ich weiß. Bei kleineren Schiffen kann es aber passieren, dass du auch das Schiff mit explodiert, ja. Wie war der Planet gerade unsichtbar? Also nicht unsichtbar, durchsichtig. Nice. Urban Mining Facility. SCD-1 ist das Ziel. Immer wenn ich viel Sci-Fi spiele, erinnert mich das daran, dass ich wirklich mal wieder Bock auf ein Alien Pen and Paper hätte. Irgendwie bedingt sich das, glaube ich. Quantum Drive is now off. So. Ich hab mir schon gedacht, dass wir dieses Jahr für Halloween oder mein Geburtstag mal irgendwas machen, was wir noch gar nicht hatten. War so meine Idee. Möchtest du das dann leiten oder möchtest du das spielen? Mir egal. Also dabei bei Alien halt so eine Möglichkeit, wollte ich mal sagen. Alien könnte ich gern leiten. Schauen wir mal, wie das hinbekommen. Wenn du Bock hast, kannst du zu Halloween, könntest du es machen. Dann mache ich das gerne. Da mir aber schon was für ja, erfahrt ihr es als erstes. Richtig. Halloween Alien Pen and Paper. Live Topsenplanung, ey. Ja. Alex, wenn du da bist, wie stehst du zu Alien? Also dem Film Horror. Bin nicht nervig dich später damit. Na, müssen wir auf jeden Fall jetzt auch dazu bringen, dass sie bei den Specials mitspielen muss. Ja, das kriege ich hin. Nicht nur bei dieser, auch bei den anderen Sachen. Das krieg ich hin. Mal gucken, vielleicht machen wir dann für Geburtstag mal wieder vielleicht der dynamitwerfende Backman-Reel. Überleg ich noch. Oh je. Du weißt, welches Regelwerk ich meine. Ja. Mal sehen, was ich dann spielen werde. Vermutlich nicht viel, weil ich direkt von Dynamit in die Luft gejagt werde. Ja, es waren halt so Ideen, die schön. Toba hatte ja das zwei Specials in dieser technisch fest. Mhm. Machen wir mal Licht an. Schrott rum, da möchte ich nicht unbedingt drauf landen. Sieht aus wie die Überreste von Freelancer. Oder von der Hull. Nein, halt. Ich sehe doch schon, wo Tobi dann herkommen muss.
Darf mich aber auch nicht zu weit drehen. Das sieht doch gut aus. Landing complete. Engines offline. So. Wir sind da, Tobi. Mining Außenposten. Ich kann gar nicht aussteigen. Ich kann nicht aussteigen. Ah, jetzt. Ja. Interessant. Die Temperatur hier ist nicht unpassend für deinen Anzug, oder? Nö, noch mehr geschnitten. Schau mal, du musst hier hin. Diese kleinen Panels hier sind immer die Spawning Panels für die Fahrzeuge. Na. Darum erkennst du das Gebäude, wo du hin musst. Hier drin kannst du die spawnen. Dann cyclen wir mal. Okay, hier waren ein paar Leute, glaube ich. Ich würde sagen, das ist ein Chaos. Ich glaube, hier war eine Party. Da ist aber eine Lootkiste. Bisschen was zum Snacken mitnehmen. Und da steht dann ein Vehikel schon. So, wie es da herauskommt. So, dann kommt jetzt das Spannende. Du darfst das Ding jetzt einparken. Oh nein. Guter Tipp, auch beim Rock, bevor du ihn abstellst, immer mit I die Motoren abstellen. Okay. Ich gehe schon mal im Rest vom Außenposten noch was schauen. Du kriegst das schon hin. Ah, da liegt der Rest von der Höhe. Von der Freelancer. Spannend. Das ist mit dem Landen wohl nicht so gut gelaufen. Ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Nee. Aber lass dich darauf nicht entmutigen. Okay, hier liegt jemand in der Gegend rum, alles voller Flaschen. Ich glaube, hier war echt eine wilde Party. Also theoretisch könntest du auch einfach jetzt mit dem Ding losheizen, aber die Strecken sind recht groß. Deswegen empfiehlt sich immer, das mit einem Schiff zu machen. Warum wird mir der Ramp Access 25.000, also 25 Millionen Kilometer von hier angezeigt? Keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Ah, das ist ein Trümmer von der Cutlass. Hier ist echt schon viel explodiert. Interessant. Irgendwo noch Lootkisten. Hier auf jeden Fall nicht. Hast du eingepackt? Korrekt. Sehr gut. Dann fliegen wir gleich los. Ich wollte schauen, ob ich noch ein Handmining-Tool finde, falls wir noch kleine Kristalle finden, aber... Ich weiß nicht, wie ich hier aussteigen kann. Ah, hier oben, doch. Ja, und auch mit Z. Als Sportkey. Also, weil es da steht, ja, schon mal. Ich glaube, ich habe Kacke eingeparkt. Ich sag, es ist. Also, du kommst wieder raus. Nee, eben nicht. Das meinte ich ja damit. Oh. Ich muss aber kurz rein. Oh.
Hallo, steig ein, Junge. Ich bitte dich. Danke. Heavy Armor gefunden, cool. Und da ist noch eine Lootkiste. Haben wir hier ein Multitool, nice. Und ein Tractor Beam und ein Mining Attachment, cool. Und ein bisschen Futter. Hier nochmal ein paar Flares. So, jetzt. Dran. So. Tobi hat in der Zeit entspannt eingeparkt. Oder so. Beim Entspannt bin ich mir nicht ganz sicher. Das müssen Außenstehende bewerten. Dann verlassen wir den Friedhof hier mal. Immerhin habe ich auch ein Hand-Mining-Tool gefunden. Heißt, wenn wir kleinere Brocken finden, können wir die auch mitnehmen. Dann snack ich mir die. Sieht doch gut eingepackt aus. Los. Und noch ganz kurz hier ausrüsten. Graue Katze. Da fährt er schon hoch. Engines online. Launch complete. Da haben wir direkt was. Schauen wir mal, was wir da haben. Sieht aus wie dahinter. Ah, da ist wohl jemand abgestürzt mit sehr viel Stuff, Tobi. Oh, lol. Es ist nicht Mining, aber wir können mal schauen. Ich meine, wenn wir es schon finden. Sieht nach einer C1 aus. Eine C2. Schauen wir noch mal, was der dabei hat. Klauen, ja. Hey, es ist ein Wrack, also es ist offiziell kein Clown, sondern Plündern. Plündern, ja. Das ist ein Unterschied. Ich mach hier mal trotzdem zur Vorsicht zu. Meinst du Falle? Und es stößt gleich jemand und haut damit ab. Ja, wer weiß nicht, dass der Typ sich dachte, hey, ich bin hier abgeschmiert, ich warte auf eine Mitfahrgelegenheit, die ich mir klauen kann. Wo campt er hier? Das ist auch frech. Du weißt nie. Problem ist aber, dass wir da nicht reinkommen. Das stimmt. Noch ein komplettes Rack und zu. Und es backt rum, das gefällt mir gar nicht, wenn ich danach stehe. Und ob wir da reinkommen, Tobi? Ich habe Survival Estimate eine Minute. Kann ich den auch überleben? Ich bezweifle es. Ja, genau. Ich glaub, ja, dann geh wieder ins Schiff. Aber gefällt die Temperatur so rapide, was soll das? Okay, wir haben hier auf jeden Fall jede Menge Kisten. Ich finde es aber auch nicht so realistisch, dass ich jetzt hier einfach auf einem Schiff stehe und es ist halt trotzdem okay. Tractor Hold Beam. Wie war das nochmal? Ja, genau, eins halten und. Ich
Placeholder, okay. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Cargo ist. Können wir mal ein bisschen was mitnehmen. Ich habe ja eh keinen Strahl. Ich kann dir auch nicht kurz helfen. Da kann ich dir tragen. Nee, leider nicht. Okay. Nehmen wir mal nur ein paar mit. Tschüss. Blums. Ich habe keine Ahnung, was wir hier gefunden haben. Aber lieber Geld haben, als kein Geld haben, würde ich sagen. Das ist eine Lebensweisheit, Hannes. Ja? Das ist eine Lebensweisheit von Hannes. Ja. Habe ich in DSA gelernt. Zweifel lieber Geld haben, als kein Geld haben. Wir werden das Ding jetzt nicht komplett ausladen und irgendwie 40 SCU mitnehmen. Zumal ich da hinten auch was sehe. Kommen nämlich Signale. Sind wir aber gleich schon weg. Hier rumrutscht. Hä? Wie es hier über den Boden rutscht. Ich muss aber nur vier Kisten mal mit. So. Ah, Tobi, du stehst genau auf dem auf dem falschen Grid. Good to know. Du, was stehe ich? Wieso rein? Du stehst genau auf dem Storage Grid von dem Schiff. Ah. Den kann ich die nicht schön anordnen, aber das ist kein Thema. Ups. Suchen wir mal weiter. Da vorne kommt die Sonne übrigens. Na. Haben wir was? Hoffen wir, dass es keine großen Felsen sind. Weil mit dem Rock bekommst du nur die kleinen Felsen auf. Die kleinsten mit dem Handlaser, die mittleren quasi mit dem Rock und die großen dann mit der Prospector und der Argo Mole. Das sind so aktuell die drei verschiedenen Tiers an Mining-Felsen. Sieht aber gut aus. Die sind entweder für dich oder für einen Handlaser. Landing gear down.
Ja. Landing engines offline. Und gelandet. Wenn die für den Handmeiner sind, kannst du die auch teilweise mit einem Rock abbauen, aber muss sehr feinfühlig sein. Klingt doch nach einem genau richtigen Job fürs erste Meinen, oder? Auf jeden Fall. Glaub, das ist sogar deine Größe hier, der Cluster. Gerne mal, das ist Aphorit, das ist auch nicht so viel wert, aber ich würde alles mitnehmen erstmal. Okay, also, gut. Warte mal, das war... Nein. Ich schalte mal noch der Extraction Mode, das brauche ich nicht. Also mit dem Ding meinen, oder was? Zappa? Genau, du musst mit deinem meinen. Gut, okay. Mich müsste nicht so groß sein. Ja genau, ich kann die gar nicht abbauen, die sind so groß. Diese Felsen sind zu groß für mich. So. Soll ich sie nochmal zeigen oder kriegst du es hin? Du musst, glaube ich, mit M. Okay. Hätte ich gar nicht gedrückt, aber egal. Alles gut. Ich kann dir den genauen Hotkey gerade auch nicht sagen, aber du müsstest, glaube ich, mit M oder so in den Mining Mode kommen. Ah ja. Genau, das sieht gut aus. Und jetzt musst du mal das Fadenkreuz oder halt dein Visier auf einen der Steine richten. Dann müsste der gescannt werden. Ja. Noch nicht abbauen. Du müsstest das mit der Maus bewegen können. Ja, aber der Cursor ist ja nicht da, wo das Ding ist. Das Geiste daran. Bisschen tricky, kriegst du schon hin. Fracturing Mode on. Extraction Mode on. Wir sehen jetzt Mining wie Tobi. So, jetzt kennt ihr den, alles klar, ja. Dann siehst du, was da drin ist für ein Mineral. In dem Fall ist es Aphorit, das ist nicht so wertvoll, aber wir nehmen jetzt mit, was wir kriegen können. Und geben nichts mehr zurück. So, und jetzt wechselst du schon an den Modus, oder was? Du bist aktuell im Mining-Modus, das passt schon, den brauchst du. Du musst den Stein erstmal knacken. Heißt, du fängst jetzt an, den auf den Stein anzuwenden. Und dann müsste sich, sobald du meinst, eine Anzeige füllen. Das sieht nach Extraction aus. Wechsel den mal. So, Fraction Mode. Ja, Fraction ist richtig. Nicht zu nah hinfahren. Du hast eine ideale Entfernungsanzeige auf der linken Seite. Da. So, jetzt ist es angeblich perfekt.
Dann jetzt Feuer auf den Stein. Ja, wie bewege ich den Arm? Das ist, was ich nicht checke. Ich habe ja nur ein Visier. Ich habe ja kein Aim-Ding wie beim Raumschiff. Kann ich mal schauen? Ich kann es jetzt nicht sagen. Es ist schon lange her, dass ich überhaupt meine geschrieben habe. Klar, jetzt zielt es wirklich da drauf, wo ich aime, aber wenn ich auf den Stein aime, aimt es einfach zu Boden. Das check ich nicht. Mach ich mal versuchen kurz. Ja, guck mal. Vielleicht bin ich dann drauf. Also das steuert nicht nach meinem Visier, wo ich angeblich optimal entfernt bin. Kann ich ihn ziehen, wo ich will, aber weil es vorne ist, macht's, aber wenn ich, sobald ich weiter hinter aime, ist es im Laser egal. Mhm. Nochmal pack das ein bisschen drum. So genau, das hat er bei mir gar nicht gemacht. Die sind nach oben. Du musst den ab und zu mal an- und ausschalten. Einmal, den müssten wir auch knack bekommen. Wo sind da die Anzeige? Ah, das ist noch mit alt, okay. Ich mach mal einen kurz. Also ich habe jetzt ein paar Mal den Mode an- und ausgeschaltet. Dann ist der Arm irgendwann richtig nach oben. So, optimaler Bereich. Dann muss ich ihn jetzt schaukeln. Darf nicht in Overcharge gehen. Das warten und jetzt kriegen wir ganz viele Steinchen. Und die saugst du dann mit dem Extraction Mode schön ein. Musst du manchmal warten, bis der Server registriert, dass du auf eine Stelle zeigst. So. Also ein paar Mal an- und ausschalten im Mining Mode hilft leider nicht. Wenn der Laser nicht richtig sich zu deinem Steuerkreuz alignt. Anzeige ist es, ne? Genau, du hast auf der rechten Anzeige, wie weit das ist, und noch ein bisschen weiter rechts außen hast du die Power-Anzeige. Mit Alt-Mausrad erhöhst du die Power, die du reingibst. Dann wird auch der Strahl stärker. Und du darfst niemals in den Overcharge-Bereich kommen. Sonst fliegt uns der Stein um die Ohren. Du musst es dann im grünen Bereich balancieren, bis der Laden voll ist. Der Balken voll ist. Geh mal ein bisschen weg. For safety reasons. Geht's halbwegs? Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt im Bereich halte, ohne halt aufzuhören. Du kannst auch die Stärke wieder runterstellen, dann steigt es langsamer. Du musst quasi mit der Stärke von deinem Strahl spielen, bis damit das Ding optimal im grünen Bereich bleibt. Okay.
Zug da. Lilia. Bin auch schon wieder runter. Nice, sieht doch gut aus. Jetzt kannst du den Strahl wechseln. Dann kannst du. Du musst halt immer ein bisschen länger auf der Stelle bleiben. Und auch teilweise warten, bis die auch wirklich reingeflogen sind, sonst wirfst du das einfach quasi über die Schulter weg. Ich glaube, es kommt ein Sandsturm auf. Theoretisch kannst du auch zwei, drei Gesteinsbrocken erst knacken und dann einsammeln. Und du solltest nicht zu viele auf einmal machen, nicht dass die schon wieder despawnen, kleinen Steine. So, wohin? Minus 61 Grad, okay. Und das ist jetzt quasi ein Gameplay-Loop, den wir noch nicht gezeigt haben. Das ist der Planet, also der Fahrzeug-Mining-Gameplay-Loop. Fährst durch die Gegend, collectest Steine. Und was wir noch zeigen müssen, ist, wie wir zurückfahren, um die zu verkaufen. Die ganz einzeln rumliegenden schnapp ich mir einfach. Und such schon mal den nächsten Node an. Der größte Vorteil von Daemar ist, man sieht die Steine, die rumliegen teilweise. Weil, Valla bei Tag zum Beispiel ist alles komplett weiß und du siehst halt gar nichts. Immer ein bisschen unschön. Sieht nach einem sehr heißen Stein aus. Hier ein bisschen weg. Was beim Asteroiden-Mining recht cool ist, da siehst du dann auch wirklich die ganzen einzelnen. War das ein Erfolg oder ist der explodiert? Das ist ein Erfolg. Ah, cool. Nice. Sind die alle hinter dem anderen verdeckt hier? Theoretisch könnten wir jetzt jede Menge rumfliegen und könnten dann erst verkaufen gehen. Ich würde aber tatsächlich, weil wir in der Nähe noch vom Mining-Außenposten sind, schon nach dem Cluster hier kurz verkaufen, weil wir sind die besten Freunde vom 30K, wie wir ja inzwischen wissen. Ja. Und Tobi ist jung und braucht das Geld. Was
was brauchen wir wirklich dringend. Und theoretisch, Tobi, wenn du jetzt noch ein größeres Schiff hättest, könntest du sagen, du hast 2 oder 3 Leute mit einem Grey Cat dabei. Mhm, ja. Oder halt du fliegst mit einer Miss Prospector rum oder halt mit einer Argo Maul und machst die großen Trocken. Das geht auch. Aber was ich dir sagen kann, auf die Art hier kann man schon ordentlich Geld verdienen. Vor allem am Anfang. Ich glaube, das ist der letzte, oder? Dann räumen wir schon mal im Schiff ein bisschen um. Tractor Beam. Das Coole ist ja, theoretisch kannst du dir auch in der Station, wo wir waren, eine Cutlass Black hier auch mieten. Die gab es da auch bei dem Shop. Mhm, ja. Also wirklich so die Hürden, um damit anzufangen, so Geld zu verdienen, sind relativ gering. Sich eigentlich hier noch reinpasst. Du müsstest bei der Anzeige auf der linken Seite irgendwo eine Storage-Anzeige haben. Ach da. Da müsste Aphorit irgendwas stehen, wie viel du drin hast. Wenn du nicht willst, dann hast du. Ich glaube, wir haben alle, oder? Ich liegen hier noch welche zur Seite. Ah, okay, die habe ich gar nicht gesehen, weil ich habe keine Anzeige, wo welche liegen. Geh schon mal wieder aufs Schiff. Hallo Fabi, schön, dass du da bist. Na, wie war dein Tag bisher? Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Sonntag. Warte, direkt vor uns, okay. Schau ich mir noch an. Einen falschen Alarm aus. Spannend. Ah, war doch noch ein Stein da. Ja, hier sind noch ein paar, ne? Also ich habe auch noch Platz. Ah, okay, ja, dann sammeln alles ein.
Weil gerade meine Cargo-Gedöns einfach sich abgeändert hat. Hm? Wie kann das jetzt sein, dass ich auf einmal nichts mehr hab? Was? Hast du gerade irgendwo was eingelagert? Nein. Warte mal kurz. Wir hatten gerade 18 von 40 drin. Du hast immer noch 187 Steine bei dir drin. Okay, dann ist die Anzeige buggy, aber wirklich ganz buggy. Dann hast du sie aber noch. Weil laut dem Ding passt die noch richtig viel rein. Jetzt aber war nichts drin. Ach, jetzt passt es auch wieder. Sehr seltsam. Anzeige passt. Und ich glaube, ein paar Steine. Mir geht's ganz gut, Fabi. Wir sind hier gerade dabei, ein bisschen Mining zu betreiben. Weil Tobi meint, ich sammle ein paar Steinchen ein. Geschnappt. Und wir schauen mal, wie viel Geld das so bringt. Auch wenn wir gerade nur Aphorit farmen, was nicht so viel Geld bringt. Okay, die hier sind. Oder ich habe die Preise falsch im Kopf. Für den allen hier zeigt er nichts an. Okay. Ja. Dann kannst du wieder einparken, wenn du magst. Wir schauen jetzt Tobi beim Einpacken zu. Einpacken wie Tobi, sagen wir auch. Sieht doch gut aus. Fahr ein bisschen zurück. Und so stehst du gut. Du musst nur so stehen, dass die Klappe zugehen kann. Ich brauche die andere Ansicht. Geht die Klappe zu? Werde ich gleich sehen. Warte. Ich schnuckel noch ein bisschen nach vorne. Ich glaube aber auf jeden Fall, ich glaube, du hättest sogar ein bisschen weiter hinter gekonnt. Oh Gott, Ding spricht noch. Das noch ja, sein. Du hast hinten noch ordentlich Platz. Dann ist gut. Hansa, du wirst gleich hinten drin bleiben. Ich flieg kurz zum Punkt. Jo, mach ich. Oder du kommst vor, liegt bei dir. So, Shaven Mining Facility, wo haben wir die denn? Genau hinter uns, sehr gut. Schauen wir mal, was so ein Cluster Aphorit bringt. Ich glaube nicht so viel. Nee, ist auch nicht viel. Also das Ziel ist ja erstmal zu schauen, wie lange braucht man für 4000, weil dann hast du ja schon mal da den Rock wieder drin. Das wäre das erste Ziel. Dass der Rock sich amortisiert für heute. Wobei der Experte für Amortisierungsrechnung ja sogar hinten drin sitzt bei mir jetzt.
Triebwerk aus. Dann ab zum Storage-Gebäude. Das war keine gute Kameraperspektive. Ich war gerade einfach innen drin. Okay. Weiter schauen wir noch, was die vier zufälligen Kisten hier geben. Die wir unterwegs mitgenommen haben. Bist du mal an dem Ding vorbeigekommen? Über den Reifen gesprungen. Das hast du gut auch gehört. Ah, jetzt. Jump'n'Run. Bist du raus? Ja, sehr gut. Ja. Mach ich mal hier zu. So, wir müssen das Storage-Gebäude finden. Zum Verkaufen. Ist es dieses hier? Storage, sehr gut. Schauen wir mal, ob du das Ding auswählen kannst, wenn es im Schiff steht. Und ich kann gleich was trinken im Game. Schau erstmal, ich habe nämlich das Zeug auch bei mir ins Schiff geladen. Also die Drake Cutlass Black kann ich auswählen und das Aphorite. Und ich glaube, du wirst dich gleich sehr freuen. So. Gehst jetzt an das Terminal. Mhm. Dann wählst du oben links, schaust du, was du alles auswählen kannst. Und da taucht hoffentlich auch der Rock auf. Ja. Dann wählst du den aus. Und dann müsstest du auch Aphorit auswählen können. Mhm, ja. Und dann hast du unten so einen Schieberegler, wie viel du verkaufen möchtest. Und wie viel bringt das? 30.000. Siehst du? Lohnt sich. Ja, über die Hälfte, was ich noch hatte, jetzt aber wegen diesem paar Steinchen verdienen. Oder hell? Ja. Und ich schau mal kurz nach, welche Steine wie viel wert sind. Ich glaube aber, der Guide ist leider schon etwas älter, weil es gibt einen neuen Stein. Alter. Der ist aber super selten. Schaff was 100.000, ey. Aber nur ja. Fast. Warum liegt hier eine Tote? Das habe ich ja jetzt gesehen. Ach, wie gesagt, hier war eine heftige Party, glaube ich. Wir haben eine Leiche gefunden. Ist das später auch so noch eine Idee, so diese Tief? Aphorit ist sogar in der Mitte. Das ganz teure ist Hadanit und das ganz günstige ist Dolivin. Na. Ich muss doch gleich mal kurz mit dem Hund raus. Ich suche davor noch ein Cluster für dich, das du schon mal abbauen kannst. Scheiß Tür. Bist du jetzt drin noch? Ah, okay. Nee, du bist dabei. Ich hab mich geglitscht. Bin gut darin, mich irgendwie rein zu glitschen. Suchen wir dir gleich noch einen schönen Cluster. Aber du siehst hier, ist hier der Party-Außenposten. Überall Schiffswracks, überall tote Leute. Der war einfach Shootout. Die haben alle getrunken. Ja. Bevor sie sich beschossen haben. Hallo. Aber das Gute ist, das Mieten von heute hat sich jetzt schon gerechnet. Ja. Ach, verdammt. Und das ganz ohne langfristige Jahresrechnung. Ja. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Kommen da schon wieder drüber. Klitschen. Bin drüber. Ab in den Pilotensitz. Machst du die Klappe hinten noch zu? Wenn man sich ganz hinlegen könnte, dann würde ich jetzt auch durchcrouchen. Ja. Ja, warte, ich habe gerade blöderweise meinen Mettstift gezogen. Okay. Store. Dann leg den am besten wieder weg. Klappe zu.
Ich würde dir empfehlen, dich kurz auf einen der Klappsitze zu sitzen. Ich kann nirgends. Dann halt dich gut fest. Oder? Ah, jetzt. Sitze. Haben wir was? Sieht gut aus. Schauen wir mal, ob ich hier gelandet. Ach, muss ich ein bisschen. Ich glaube, wir stehen. Mhm. Direkt hinter unserem Cluster. Jetzt aber mal komisch wieder am Reifen vorbei, als wäre nichts. Ja. Manchmal ist das seltsam. Sollte vielleicht vorher mal die Luke öffnen. Klingt praktisch. Hallo Junge, steig wieder aus. Erstmal was trinken. Weg damit. Schauen wir mal, was wir gefunden haben. Ah, sieht wieder nach Aphorit aus. Blau müsste immer Aphorit sein. Dolivin ist, glaube ich, so pink und Hadanit ist grün. Und das ganz teure ist golden. Extraction Mode on. Fracturing Mode on. Ich bin mal kurz AFK. Jo. Draußen. Ich beobachte das Ganze mal von hier. Okay, da passiert was Komisches. Du hebst ab. Ja. Sollte aber nicht passieren. Ich hab nur den Turm gesetzt. Du hebst ab. Der Antrieb ist nicht wahr. Geil. Wir haben ein selbstfliegendes Schiff erfunden. Ganz mit Natur. Und Liebe und Luft. Oh, das war ein Crash. Hat angezeigt, dass der Motor nicht landet. Spannend. Ich lande ein bisschen wo es gerade ist, okay? Mach das. Anscheinend, wenn du den Geschützturm anschaltest, geht automatisch, obwohl es nicht angezeigt wird, der Antrieb mit an. Spannend. Ich bin quasi direkt daneben. Und wie gesagt, kurz auf K.
mal wegklebeln hier. War gar close. Fast overcharged.
Oh, ich bin wieder da. Yo. Hab ich verpasst? Nix, Steine fliegen durch die Gegend. Sehr gut. Ein Server hat halt ein Lag gerade gehabt, aber sonst. Ah. 10 Jahre, bis es eingesucht wird, teilweise Hochstein. Und dann auf einmal alle auf einmal. Du wirst dich aber belohnen dann, wenn die alle auf einmal zu dir reinfliegen. Wie gefällt dir das Mining bisher? Ja, ganz gechillt. Das ist halt ein guter Weg, um Geld zu verdienen. Ja. Schauen wir mal wieder ein paar Steinchen. Hallo Röhren. Und das freut mich. Es wundert mich aber nicht, dass in der Domäne von Yogg-Sothoth besser das WLAN ist als in Deutschland. Nice. Schritte weg. Der müsste gleich explodieren. Der war einfach vollständig. Ja, manchmal braucht der Server einfach. Aber ich finde die Soundeffekte cool. Ich meine, die Visual-Effekte auf den Steinen cool, die vor sie explodieren. Weil die werden ja wirklich Stück für Stück immer heißer und bekommen diese Adern, an denen sie dann aufspringen. Und ich bin so unendlich dankbar, dass das Handtool endlich die Möglichkeit hat, auch zu extracten. Weil früher, Tobi, war es so. Wenn du mit dem Handtool gemeint hast, musst du dann jeden Stein einzeln aufsammeln. Wow. Weil diesen Traktorstrahl beim Handtool, den gibt's noch gar nicht so lange. Hier wäre noch einer, Hannes, würde es aber essen gehen kurz, wenn es okay ist. Jo, geh schon mal ins Schiff am besten. Jo. Dann mach ich den gleich fertig. Dass hier am besten auf dem Co-Piloten sitzt oder so. Du stehst bei mir gerade auf dem Rock. Ne, ich lauf. Okay. Sieht lustig aus, wenn du mal bei mir im Stream schaust. Warum stehe ich bei dir auf dem Rock? Stehst du bequem? Natürlich, ich stehe immer bequem. Ich glaube, wir sollten danach schnell verkaufen gehen. Ich glaube, dem Server geht's nicht so gut. Ich glaube auch, der stirbt gerade. So, also bis gleich. Bis gleich. Krieg dich bitte ein, danke. Das war der Dude, der abgestürzt ist, oder? Ja. Ah, okay. Und Gold ist viel wert. Ja,
Everything you touch turns to gold. Du musst nur schauen, wie lange du überlebst. Hier hat es 75 Grad gerade. Ach du Scheiße! Verdammt, ich da war easy gechillt draußen, jetzt auf einmal. Das Gute ist, mit den Einkünften vom Minen kannst du dir sehr gut eine bessere Rüstung leisten. Dann bist du wieder abstürzt. Ja. Ah ja, Hannes, übrigens, ich habe vorhin im Chat gelesen, dass ich wohl einem Bug mal wieder zu Opfer gefallen bin. Weil genau an dieser Station, wo ich abgerufen bin, gab es laut Chat vorhin eine unsichtbare Wand. Ja, das passiert ab und zu. Hat einer geschrieben, so, auf der Station, Deck 7, genau da bin ich abgehoben, habe ich jetzt nochmal rekonstruiert, ist verhindert eine unsichtbare Wand, dass man abhebt. Und genau das ist mir passiert. Cool. Also ich habe mal wieder, habe bei mir genau auf den einzelnen Bug gestoßen, den es in weit und breit gibt. Bin ich aber auch schon mal dran gestorben. Tobi, du kannst nämlich bei Schiffen aktuell, wenn die so abgestürzt sind, immer noch die Laderampe aufmachen mit dem Knopf. Okay. Macht zwar bei einem Wrack nicht viel Sinn, aber das geht. So habe ich das Ding hier aufbekommen. Ich fahre gleich deinen Rock rein, dann gehen wir verkaufen und dann würde ich sagen, gehen wir noch das ganze Gold verkaufen. Oder was sagst du? Jo. Und dann ist für heute eigentlich zeittechnisch schon wieder durch. Ich habe wohl mehr Geld verdient als in den letzten Sessions. Also ich beschwere mich nicht. Nee, also Mining ist durchaus erträglich. Komm, ich mach so nett, ich müll mal nicht dein Raumschiff zu. Ach, mach ruhig. Ich nehme die leere Flasche. Die leere Flasche wieder mit. Also, okay. Glaube ich zumindest. Also, wir können uns aber darauf freuen, wenn es irgendwann mal alles persistent ist und wir unser Raumschiff zumüllen. Na, hoffe ich aber, dass es auch Müll angeht. Einer von uns Mülldienst, keine Ahnung. Fabi, du, ich, mal schauen. Mit Verbrennungsanlage und so dann bedienen. Ja. Ich muss schauen, wie viel wir mitnehmen können und wir den, dass wir den Rock noch einladen können. Ich würde sagen, ich muss da wobei, Tobi, wenn du willst, kannst du den Rock mal rüberfahren, weil wir sind nicht weit weg von der Station. Wobei, du hast hier Probleme mit der Hitze. Ich überlebe das nicht. Ja. Und hätte ich gesagt, du fährst den Rock eben rüber und verkaufst da und kannst den Rock wieder einlagern. Aber nee, du überlebst nicht. Du, im Rock bist du auch nicht geschützt, mach das nicht. Da steht aber 49 Minuten jetzt gerade. Okay, dann versuch's mal. Warte, ich geh nochmal rein, wieder raus. Hä? Ich schlag nochmal auf. Ja. Also. Der Posten ist direkt auf der anderen Seite vom Berg. Rechts oder links? Der vor der Cutlass. Direkt, wenn du vom Cockpit aus rausschaust. Von unserer? Ja. Ah ja, okay. Ja, okay, dann gebe ich 52 Minuten, wenn ich der Anzeige glauben darf. Wenn ich jetzt tot bin, weiß ich Bescheid. Ja, dann bergen wir dich halt. Bags, was okay. Direkt quasi, wenn du vom Cockpit aus geradeaus fährst, kommst du zur Station. Oh, ein bisschen Planeten abgefahren. Siehst du die Station schon? Nein. Ah, da hinten. Die ist echt nicht weit weg. Glaubt, der hat das Ding hier abgeholt und ist direkt danach abgestürzt. Schade für ihn, gut für uns. So, ich bin jetzt mal fertig. Jetzt müssen wir noch hier auf Daymar zum Schottplatz bringen. Nochmal ein kaputtes Raumschiff. Aber wenn du hier mit einer Vulture bist, dann kannst du die auch alle absalvagen. Zum schnell rein, oh Gott.
Die Zeit hat sich gerade aktualisiert. Okay. Ich bin wieder alles gut. Auf wie viel? Vor einer Minute, aber ich bin gerade nicht mehr angekommen. Nice. Also ich muss zu dem Storage-Ding, hast du gesagt, ne? Ja. Okay. Mach ich jetzt einen Überlebensrun. Du schaffst das schon, ich glaube an dich. Kurz überleben, Ding aufgeladen, überlebende Zeit. Nice. So. Jetzt steht hier natürlich alles zu, ist auch geil. Hm? Wow! Ah, da ist jetzt Herb. Ich lade nochmal kurz auf. Ah, wie kacke, irgendwas geschleudert, ein bisschen weggejietet, aber alles gut. Okay. Das hält schon aus, das Ding. Gib dir die Daumen. Nein, die Tür geht nicht auf, ich bin verarscht mich. Boah. Ich kann mir echt was überleben. Ich glaube, du hast gerade eine der Kisten weggepackt, aber da ich nicht so viel ausgegeben habe, ist das in Ordnung. Ja, wegen der vermutlich, oder? Ja. Na, natürlich, das ist die Platinum Bay. Hier, was sagst du? Was suche ich? Storage? Nee. Storage, ja. Sehr gut, bin ich schuldig. Und da müsste dieses Terminal drin sein, wo du vorhin verkauft hast. Ja, korrekt. Immer ordentlich auf dem Grid alles verstauen. Nochmal 30k. Nice. Ich habe über 100.000. Ja. Cool. In Rock kannst du entweder storen oder du lässt ihn erstmal stehen. Den kannst du immer überall ja claimen. Wie kann ich mir 100.000 jetzt ins Relive übertragen? Das geht leider nicht, Tobi. Ach, schade. Wobei, bei deinem ganzen YouTube-Money würdest du eher den Rückwärtsweg gehen, oder? 100.000 in Star Citizen übertragen. Das geht hin. Ich will lieber in Star Citizen arbeiten und damit Geld verdienen. Warum geht das nicht? Leider funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, ob das jemals kommen wird. Wäre aber sehr cool. Nicht. Also es gibt E-Sports. Ich glaube eher nicht. Richtig. So, da rein. Wo ist Storage in den Dude? Hm? Wo ist Storage in den Grey Cat? Den Grey Cat musst du, wobei ich glaube, du kannst den gar nicht einlagern. Okay. Lass ihn einfach stehen. Ja, dann komme ich jetzt auf jeden Fall nicht zu dir. Hm? Was? Dann komme ich aber jetzt mal nicht zu dir, weil ja. Das ist voll okay. Ich lade hier nur noch ein. Wenn ich laufe, bin ich hip. Ein paar Kisten habe ich noch nicht mehr viele. Erstmal da drauf. Also ich schaff's. Bin gespannt, ob das wirklich alles Gold ist oder ob das noch mehr ist. Aber wenn das alles Gold ist, dann ist das ein bisschen was wert. Ich könnte natürlich in einer Minute aus zu dir fahren und gucken, ob ich es überlebe. Aber. Lass es lieber, ich hol dich ab. Vorspiel Grey Cat dann wegen Full Speed irgendwo drüber fliege und nichts mit dir. Ja, am besten noch aufs Schiff und das Schiff explodiert mit. Richtige Domino-Stein-Reaktion, ey. Würde ich fühlen. Ich sag dir, aber dann kaufst du dir so einen Hand-Traktor-Stahl und ich flieg dich nur her und du lädst die ganze, den ganzen Mist ein. So. Werd ich auch noch bestraft, ey. Eine Kiste noch.
Nicht dich. Dich brauche ich. Da hoch. Passt. Frag mich immer, was die Leute dafür bringt, ihre Fahrzeuge, also ihre Raumschiffe hier stehen zu lassen. Weil die loggen sich halt aus und claimen es dann irgendwo. Die werden halt nichts mehr drin haben. So. Dann sammeln wir mal Tobi ein. Ja, ich stelle mich kurz raus und hebe den Daumen hoch. Ja. Geh aber am besten ein bisschen weg. Hält dich nicht direkt ein, wo ich lande oder unter die Düse. Könnte ungesund sein. Es ist wirklich so, als wären die Beine ineinander gecrashed, so wie die hier liegen. Beide kaputt. Und da fliegen Boxen der Kopf an der Decke des einen. Muss ich mal anmerken. Okay. Also wirklich über den Kopf. Das Gravitation halt. Ja, nice. Hat ein episches Duell stattgefunden, am Ende sind sie ineinander gerast oder so. Passiert. So, Tobi, dein Ride ist da. Ich komme, ja. Ich nehme an, die Klappe kriegst du selbst auf. In der Minute. Ja, ist gut. Temperatur ist wieder angenehm auf einmal. Ich kann frei wieder laufen. Sehr gut. Warum auch immer. Ja, es wird auch dunkel. Also, die Sonne, ja, das recht. So, wo haben wir? Security plus BIOS Breaker hier, ne? So, ciao, Rocket. Ja. Cricket, Rocket, genau. Da müssen wir hin. Gold. Landing gear up. Vor allem, du machst so eine Paketmission, die geht gefühlt 20 Minuten, kriegst 8K raus. Ja, dafür kriegst du da halt Ruf. Ja, du meinst 10 Minuten und kriegst aber 30K. Und schaltest die besseren Sachen frei. Stimmt, man gibt aber später halt auch so viel Geld, wenn man eine höhere Rufränge hat, ja. Und ist mehr, ja. Und später werden damit auch Schiffe freigeschalten, die du dann kaufen kannst. Über das Rufsystem. Ah ja. So, ich muss jetzt nur rausfinden, wo das Ding ist, wo wir hinwollen. Harvest Hydroponics, Security Post, nein. UM2, nein. A-Corp, nein. TPF, nein. Und nach Port Olisar. Waste Management auch nicht. Kunde. Das müsste doch eigentlich alle anderen rausnehmen, wenn ich sage, ich will dahin. Ja, eigentlich schon. Ja, jetzt hat es geklappt. Schauen wir mal, wie viel wir kriegen. Aber ja, also wenn du die Finale von gestern noch mal kannst du das ja natürlich nachschauen. Ja, sobald es live ist. Vergesse ich bei dem Manager ja auch aufnehmen, nicht was. Ich vergesse es mehr, dass man so ja auch dann noch was man verpasst hat, weil noch mal weiter nachholen kann. Werde ich mich heute Abend den ersten Teil mal schon mal rendern. Weil sehr gut. Komm ja Zeit nach, Specials. Nicht so wie DSA 10 Jahre im Voraus aufnehmen. Muss mein Headset anschließen. Es hat sich gerade beschwert, dass die Energie zur Neige geht.
Paolo. Ja. Ich finde, ich könnte auch eine KI, ich könnte auch so einen Roboterstimme sprechen. Auf jeden Fall. Schreib mich an. Oder wenn ihr mich als Voice Actor für Tasco holt, mach ich auch gerne. Da unten ist der Yard. Ich hasse Sand. Also Daymar wird nicht zu deinem Favorite Planet, oder war das nur wegen dem Zitat? I hate sand, das war ein Zitat, du hast es erkannt. Ich weiß. Oh. Alter. Wie das hier aussieht. Beim Sandsturm landen ist auch immer super angenehm. Ah, da steht eine Cutter. Ray Cutter, die kleine. Starterschiff. Ah, da, ja. Anscheinend aber auch ein Wrack. Na, schauen wir mal, was wir hier für einen Verkauf bekommen. Ja, mal schauen, was er so an Geld dabei hat, der Abgestürzte. Ja. Ich hoffe, ich kann alles verkaufen. So, zur Sicherheit gehe ich so vor. Ja, ich habe keine. Gern. Ja. Ich habe wahrscheinlich geclosed, ne? Was? Ja. Ich wurde abgeschossen. Was? Da haben sie gesniped, jemand. Würde ich sagen. Oh. Ja. Das ist ein Sniper. Geil! I'm RIP. Also, habt ihr ernsthaft hier bekämpft? Wer macht sowas denn, Alter? Ah, gut. Ja, ich hab noch Schüsse. Hab ihn erwischt. Ja, man. Oh fuck, da ist noch einer. Oh Gott, ganz schnell. Fuck. Zu spät. Erschossen. Ja. Ach, ich wollte schnell noch verkaufen. Ja. Naja. War ja eh nicht unser Gold. Dann. Ja. Jo. Und das Schiff ist zu, die können da jetzt eigentlich gar nicht drauf zugreifen, oder? Die kriegen das schon irgendwie auf, aber das ist okay. Also, schade, ich dachte jetzt umsonst. Ich hab einen von denen gekillt, also hey. Nein, man, hast du auch einen mitgenommen, ja. Ich stell das aber geht, zack, du's weg. Ist halt wie ein Armer, so gesehen. Ja. Aber es gibt ja auf jeden Fall genauso hobbylose Typen wie ein Armer, die erstmal 5 Stunden lang in so einem scheiß Außenposten hängen, um jemanden zu warten, abzusnipen. Nur ein Armer wäre sogar verboten, weil dann müsstest du vorcallen. Und das gibt's halt jetzt, das sind wahrscheinlich. Schießt halt aber. Nee. Da sind wir beide in Orison und da geht's nächstes Mal weiter. Sauer, was affigst du immer, aber. Musstest du schnell einen in die Nähe rennen, musst schnell schreien, das soll immer fahren, aber wir schießen auf dich und ich bringen. Und dann durftest du erschießen. Da gab's teilweise Manöver, bist aber schnell hingefahren, ausgestiegen, einer hat's gebrüllt und dann durfte der andere schießen. Das ist so, ich. Also. Ach, teilweise ist mich awkward. So. Ich würde aber sagen, wir raiden wohin. Dann machen wir gleich auch schon mal Schluss für heute. Sind alles online. Schade, das ist immer so unbefriedigend Ende, diese Sessions. Das ist okay, wir haben viel Geld gemacht, also. Das stimmt. Aber ja, ich hätte auch wissen müssen, dass Orison, Daymar nicht der richtige Ort ist. Wir hätten zum Beispiel eher zu einem anderen Scrapyard fliegen sollen. Der ist sehr gern besucht. Da
Okay. Da also spielt jemand Mass Effect Legendary Edition. Das klingt doch gut. Liebe Zuschauer, das schicke ich jetzt lieber nicht ab. Das werde ich wieder als Toxic abgestempelt, aber das wollte ich gerade kurz schreiben. Ah, nix. Alles gut. Dann bis zum nächsten Mal. Schaltet bitte mit und lasst da Liebe da. Wir raiden den lieben Magal. Da wird, wie gesagt, Mass Effect gespielt, die Legendary Edition. Cool, dass ihr dabei wart. Schaut auch gerne beim nächsten Mal rein, wenn es wieder heißt Star Citizen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bye. Tschüssi. Ja, ich habe gerade noch einen Chat eingegeben, aber nicht weggeschickt. Which hobby does loser can cancel and output to snipe people? Also, nicht weggeschickt.